zusammen. Ich darf heute wieder eure Hater-Kommentare beantworten. Und ich freue mich im Fall immer mega, wenn ich das machen darf. Das ist so ein bisschen meine Bettlektüre. Mallorca, mein Idol-Video hat 561 Kommentare. Und das sind ganz sicher 561 Kommentare. 3 Minuten von meinem Leben, die mir niemand mehr wiedergibt. Finde ich jetzt aber im Fall der absolute Hammer, weil du hast es immerhin 3 Minuten nie gesagt, ein anderer geht nach 10 Sekunden schon auf. Ich weiss nicht, ob ich es für 3 Minuten schaue. Nein, ich weiss natürlich, ich finde es gut, was ich mache. Ich weiss nicht, was ihr die ganze Zeit habt. Die Stimme geht ja gar nicht. Das check ich im Fall nicht, was ihr mit meiner Stimme habt. Ich check es im Fall überhaupt nicht. Musikvideo ist scheiße, die Stimme ist noch etwas schlechter. Dafür ist der Text mit ihrem kompletten Wortschatz bestückt worden. Einfach grandios. Einfach scheiße, das stimmt im Fall wirklich. Ich habe ihm Oli noch gesagt, hey, mach bitte einfach einen einfachen Text. Wenn ich dann irgendwann die live singen, dass ich mir den merken kann. Oh mein Gott, wie weit muss man sinken? Ich sinke eben nicht, das ist das Problem. Ich sinke nicht. Ich treibe immer oben auf. Und gleichzeitig schaue die ganze Zeit das Vögel raus. Ich komme einfach nicht am Boden runter beim Tauchen. Es klappt nicht. Es ist schade für die 3 Minuten von deinem Leben, aber zum Fremdschämen ist es recht gut. Ey, das ist ja absolut die Geilste. Die schickt das in der Kollegin. Sie findet das so scheiße, dass die 3 Minuten eigentlich schade sind fürs Leben. Und dann schickt sie sie in der Kollegin. Das ist das Kollegenschwein. Bitte, also wenn du so Kollegen hast, brauchst du keinen Finder mehr. Genau, sie macht alles, um im TV zu sein. Nein, das stimmt nicht. Nicht ganz alles. Also bitte, sorry, nicht ganz alles. Also so ein kleines Niveau habe ich im Fall schon noch. Hallo? Schlimmer als der Wendler ist sie dort. Ah, so geil, aber es ist mega schade. Ich habe tatsächlich gemeint, ich hätte jetzt eine Chance beim Wendler, weil der ist ja für einen kurzen Moment ist er ja frei gewesen. Aber er hat sich jetzt eine viel jüngere geschnappt. Ich glaube, die komme ich nicht an. Bin ich schon ein bisschen zu alt. Aber ich habe tatsächlich gemeint, jetzt könnte ich dort andocken und jetzt ist der schon wieder weg. Aber ich habe es auf dem Schirm. Wenn sie den nicht mehr will, dann zack, Cowgirl ist auch beim Wendler. Mal schauen, ob der mich cool fände. Oder ob der auch schreiend wegrennt und die Strassenseite wechselt, wenn ich komme. Wie das ja ganz viele Männer machen, steht hier. Kein Wunder, flüchtet Männer, wenn ich komme. Die haben das Gefühl, ich fange an zu singen. Anstatt schnarchen daheim im Bett, mache ich hinten, mein Schwein. Jetzt habe ich gerade Grindweh. Das sagt meine Mutter auch immer, so ein Kopf muss weh tun. Tut mir mega leid, dass ich das so von euch übertrage. So, ich glaube, das war es, weil jetzt kommen irgendwie keine schlauen Kommentare mehr. Aber ich hoffe, dass ihr wieder irgendwie etwas Cooles einschreibt. Das ist tatsächlich so meine Bettlektüre. Ich möchte da wieder ein bisschen coole Kommentare lesen von euch und werde die auch wieder beantworten. Ich lese alles mit, was ich irgendwie verwünsche. Und in dem Sinn, yeah! Bis schon ganz bald wieder.